Guten Morgen. Leiwa hem le schafoda am Nume Jesu Christi, kum eit ne die, ne dank die für dini jenoden Güte. Eit dank die auch für diesen nähen Dach. Und eit bedi Herr, dat du uns durch diesem Dach derch vieren mochst, dat du uns halben mochst, eit bedi für dei wat krank sind. Schenk en Genesung, Herr. Sieh du mit dei wat einsam sind, wat schwere Kämpfe habe, Herr. Im Namen Jesu, ich bete, dass der Mensch, der sich allein fühlt, einfach deine Jähen wird erleben können, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Gottes Tjane ist wunderbar. Gottes Tjane zu sein und zu weiten, dass Gott alles kann und dass Gott du ist. Dort ist die geratste Treist, was einer haben kann in schweren Tiden. Hiob sagt in Kapitel 19, Vers 24, doch eins weiß ich, mein Erlöser lebt. Also er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich sieh bloß nach Knorkes in Lada, sagt im Vers 20. Knopf dem Tod entkommen, aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Und wenn wir dort weiten, dass Gott uns Erlöser ist, Gott uns Herr ist, dann können wir ruhig warten. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. So Gott hat das letzte Wort. Für alles alles möglich. Und wenn wir in seine Hand sind, dann können wir ruhig warten. Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Was für eine große Hoffnung. Was für ein großer Trost. Ja, ich werde ihn anschauen, mit eigenen Augen werde ich ihn sehen. Aber nicht als Fremden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Also Hiob chan Gott. Und er sagt, ich war mein Erlöser sein. Ich wurde nicht aus dem Fremden sein, sondern aus meinem Gott, aus meinem Erlöser. Ich bang meinen Gott. Also er verstand seine Situation nicht. Er wusste nicht, wer er mir geschlagen hat. Aber er wusste, wer sein Rader wäre. Er wisst, wer sein Halper wird. Er wisst, wer sein Erlöser wird. Und darauf wir sein Vertrauen. Und ich will jeden Menschen mitmachen, dass wir diese Sachen uns klar machen. Wer ist uns Erlöser? Dass wir diese Sicherheit in Gott haben, dass wir erlöst sind. Dass wir diese Sicherheit haben, dass wir Gott, wenn wir Gott begegnen wollen, dass wir dem aus uns Erlöser und Heiland begegnen wollen und nicht aus uns Rechter, so ist dein Wort verloren können. Wie wichtig ist das? Im Schafoder, ich bete darum, dass wir diese Sicherheit finden. Wir waren allemal diese Jed verloren. Herr, und dann wollen wir die begegnen. Hier wünscht sich so sehr, dass er dir begegnen kann. Von ganzem Herzen, er sagt, er wird dich nicht aus den Fremden sein. Er wird dich aus seinen Erlöser sein, aus seinen Freund. Herr, ich bete, dass wir deine Sicherheit haben. Und dann, was wir ab dieser hier durchkommen, dass wir diese Klarheit haben, dass deinen Helden jetzt, dass wenn wir diese hier verloren, dass wir deine gerade Kinder sind, dass du uns chance, dass wir deine Freunde sind, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.